So, BO4 mit der Saug 9mm. Eine interessante Maschinenpistole, erinnert mich ein bisschen sehr an eine moderne Uzi, würde ich sagen. Also ist eine 9mm Maschinenpistole, Magazin im Griff, könnte eine Uzi darstellen, eine moderne, könnte eine moderne MP7 sein, obwohl eine MP7 ja theoretisch auch schon eine relativ moderne Waffe ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist natürlich nicht auf irgendeiner dieser Waffen basierend. Ich glaube tatsächlich, das ist ein komplett eigenes Design. Ich habe nicht mal eine Ahnung, ob diese Waffe wirklich ein reales Ebenbild hat. Wäre mir jetzt auf jeden Fall keins bekannt. Ist aber eine schöne Waffe im Spiel. Ich würde diese Waffe sogar mit der Cordit auf die Nummer 1 setzen der Maschinenpistolen, weil sie zu den OP-Waffen gehört teilweise. Sie hat auch noch einen Agentenmod, den habe ich glaube ich tatsächlich... Oh, lol, tut mir leid fürs Mikrofon hauen. Schon hochgeladen, dass die Akimbo ist oder beidhändig. Ist auf jeden Fall sehr lustig, da mit hin zu spielen. Ist aber, wie gesagt, also sie ist sehr stark und dann so beidhändig. Du kannst zwar nicht mehr rein aimen, aber die Waffe haut dennoch ordentlich auf einmal rein dadurch. Uff, die Leute damit zu schlagen, wenn man so ein dickes Magazin drunter hat, ist auch übel. Auf jeden Fall macht sie sehr viel Spaß. Ist aber, keine Ahnung, sie macht Spaß. Ist aber irgendwie auch langweilig dadurch, dass sie so stark ist. Es macht wenig, also sie macht viel Spaß zu spielen. Es ist aber nicht sehr viel spaßig, zum Beispiel einen hohen Killstreak damit zu erreichen. Weil es ist eine ziemlich einfache Waffe, man muss sich nicht sehr dafür anstrengen. Du gewinnst im Normalfall die meisten Zweikämpfe. Das ist so eine Waffe, wenn ich genervt bin, nehme ich sie und zeige der Lobby, dass ich doch eine 2er-KD nicht umsonst habe in meinem Profil. Und dass ich in manchen CODs auch eine 2.8er KD mal hatte. Und dass ich die nicht umsonst habe. Aber das ist natürlich so, wenn man eine starke Waffe hat, dann kriegt man schnell eine bessere KD, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur noch mit einem Sniper spiele, mit dem ich absolut nicht kann. Ich bin kein Sniper-Player, ich bin kein Sniper-Gott. Ich war mal froh, wenn ich ab und zu mal ein paar Quickscopes hinbekommen habe in alten CODs. Und heutzutage bin ich froh, wenn ich überhaupt mal ein paar Sniper-Kills hinkriege. Und ja, das ist halt meine Erfahrung mit dieser Waffe und mein Gameplay fängt hier an mega zu ruckeln. Ich hoffe, das ist jetzt nur mein Aufnahmeprogramm oder das könnte auch so vom Schnitt sein, dass die Datei beschädigt war. Uff. Auf jeden Fall, ja, hat sich's wieder gefangen. Ich hoffe, vielleicht war es nur das Abspielen des Gameplays gerade. Mal sehen. Auf jeden Fall, ich habe diese Waffe wirklich eher so benutzt, wenn ich mal frustriert war, dass ich die dann genommen habe oder so, aber nicht im Sinne von, oh ja, ich spiele jetzt 24-7 damit, weil ich es liebe, immer nur mit der stärksten Waffe zu spielen, wie extrem viele Leute in BO3 nur mit der WMP oder MW2 andauernd nur die UMP. Das sowas kann ich gar nicht ab. Ich verstehe auch nicht, warum Leute Spaß dran haben, den ganzen Tag mit der gleichen blöden Waffe zu spielen. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Aber bis zum nächsten Mal, euer Remske. Spielt doch mal die Saug 9.